Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und heute möchte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um insgesamt 5 Spielzeuge und zwar bin ich hier einmal in Tadrassos in der Hauptstadt. Und zwar direkt hier in der Mitte unten drin beim Sitz der Aspekte auf den Koordinaten 57, 37. Denn dort habe ich eine Quest bekommen, mit der wir ein Toy kriegen. Beziehungsweise, wenn wir dann noch ein paar Materialien mitnehmen, können wir uns die anderen 5 bei dem Händler dann so kaufen. Was sind das für Toys? Das sind alles hier Banner und von jedem Aspekt gibt es einen. Einmal ein grünes Banner, ein blaues Banner, rotes, schwarzes und Borsnes, also für die verschiedenen Drachenschwärme. Und das kriegen wir, sobald wir bei einer Fraktion auf Stufe 27 sind. Das bin ich jetzt eben geworden, also Stufe 27 bei den Waldrakenabkommen. Und ja, dann könnt ihr euch diese 5 Banner holen. Wie kommen wir jetzt am besten auf die maximale Ruhmstufe bzw. jetzt auf 27 für diese kleinen Toys? Ein paar Tipps am Rande. Natürlich solltet ihr hergehen und die komplette Main-Quest-Reihe spielen und die Side-Quests. Die Side-Quests könnt ihr unter anderem tracken mit verschiedenen Add-ons, unter anderem All the Things ist da eine schöne Variante, da sieht man auch die Side-Quests. Dann könnt ihr natürlich die World-Quest machen. Zusätzlich, was ich empfehlen würde, ist auch die PvP-World-Quest. Die World-Quests kommen ja biweekly, also heißt zweimal die Woche. Einmal mittwochs könnt ihr welche holen und dann Samstag, später Nachmittag, Abend, kommen ja die zweite Hälfte. Es gibt aber noch mehr World-Quests und zwar könnt ihr auch zusätzlich noch World-Quests im War-Mode holen und die kommen täglich. Da kommen jeweils 2 World-Quests. Einmal müsst ihr einen Balken auffüllen, beim anderen müsst ihr einen Boss töten und das sind immer Waldracken-World-Quests. Heißt, ihr könnt pro Tag 2 holen. In der Woche sind es 14 Wordquests, 150 Ruf. Das summiert sich tatsächlich auf. Ja. Die gehen auch relativ schnell. Ihr müsst halt den War-Mode anschalten in Ugrimmar oder SW. Könnt ihr hier den anschalten und dann seht ihr die auch auf der Map. Was ihr dann noch machen könnt, ist alle 2 Stunden das Siege-Event zu spielen. Das ist hier unten. Das sieht man auch mit dem Horn, wann es das nächste Mal ist. Das ist immer aktuell zur ungeraden vollen Stunde. Heißt um 1 Uhr, um 3 Uhr und so weiter, ne? Und ja, da könnt ihr dann quasi, wenn das Siege-Event abschließt, hinten den Boss töten. Was ich empfehlen kann, gut, jetzt ist es gerade nicht, aber wenn ihr sucht, gibt ihr Siege ein und dann schaut ihr, ob da einmal das Event drin ist. Dann könnt ihr euch reinqueuen und dann auch ein bisschen Gruppen hoppen, denn ihr könnt den Endboss, der bringt jedes Mal 50 Ruf, so oft umhauen, wie ihr wollt. Den Beutel kriegt ihr zwar nur einmal pro Event, da ist dann auch nochmal ein Ruf-Token drin, was ihr hier abgeben könnt, aber den Boss könnt ihr so oft umhauen, wie ihr wollt. Dann gibt es mehrere Endgame-Rares, die ihr umhauen könnt, die bringen dann auch immer 50 Ruf. Unter anderem könnt ihr hier oben so eine Maid töten, da müsst ihr einfach von so Mobs so Kugeln holen. Wenn ihr 5 Kugeln zusammen habt, könnt ihr das bei so einer Säule abgeben, Rare beschwören, da gibt es 50 Ruf, könnt ihr täglich machen. Und hier diese Rares, natürlich eine Obsidian-Zitadelle, bringen auch ganz gut Ruf. Zusätzlich könnt ihr hier auch die Schlüssel farmen. Das bei Raffian oder Sebalion oder bei den anderen beiden abgeben. Da gibt es dann auch immer zusätzlich Ruf für das Waldrakenabkommen und dann gibt es auch noch in den Beuteln Ruftoken. Das sind so die Möglichkeiten, Ruf zu farmen. Gibt auch noch ein paar kleine andere Grinds, aber das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Toys mal an. Also das erste holen wir uns jetzt einmal hier beim Händler direkt, das Grüne. Und ich habe mir schon die Mats gekauft im Auktionshaus für die anderen. Und zwar, man braucht immer ein bisschen zerlumpten Stoff und einen von diesen Gems, das könnt ihr alles im Haar kaufen für ein paar Gold. Also das ist nicht erwähnenswert, ehrlich gesagt. Jetzt kaufen wir uns immer alle. Das sind natürlich für die Sammlung 5 Toys mehr. Ist eine schicke Angelegenheit. So, also 5 Toys haben wir. Die lernen wir doch jetzt mal alle. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5. Und dann gucken wir sie uns mal an. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Cooldown aussieht. Manchmal haben so Banner einen gescherten Cooldown, heißt vielleicht können wir auch nur 1 aufstellen. Jetzt fangen wir einfach mal mit dem blauen an, stellen das einmal hin und ich hab's mir schon gedacht. Wir haben leider ein geschertes, quasi einen gescherten Cooldown. Also ich kann euch jetzt leider nicht alle zeigen, weil ich will jetzt nicht jedes Mal 3 Minuten warten. Aber ja, zumindest eins kann ich euch zeigen. Ich vermute mal, die anderen sehen genauso aus, bloß in einer anderen Farbe. Und das ist jetzt quasi die blaue Variante. Sieht ganz schick aus. Und ja, dann habt ihr jetzt wieder 5 Toys mehr. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Teller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.